Hey und willkommen zu einem weiteren Part von Metroid 2, ne, Metroid Return of Samus. Und zwar hatte ich einfach noch keinen Bock. Ich wollte eigentlich aufhören, aber ich hatte einfach noch keinen Bock, jetzt aufzuhören, da ich eben die Befürchtung habe, dass ich eben das vergesse, was ich vorhatte. Weil ich spiele jetzt dann bestimmt die nächsten 2-3 Tage nicht mehr. Wir haben jetzt relativ spät. Ich wollte eigentlich aufhören, aber ich kann jetzt auch nicht aufhören, weil ich will das Gebiet noch abgrasen, fertig machen, damit ich sagen kann, ey, das Gebiet ist fertig, du kannst nichts mehr vergessen. Also das Video hat noch ein, zwei Parts geben, hoffe ich, denke ich. Tippe ich mal drauf. Okay, gelb, da kann ich schon mal nicht lang. Wo kann ich noch hin? Blau. Hier kann ich auch nicht hin. Ey, du kannst halt auf die Karte gucken und das sind irgendwelche Viecher, die an den Kopf fliegen, das gibt's doch nicht. Jawohl, langer. Es ist schon geil gemacht. So, jetzt kann ich auch hier. Oh! Und die Lava kann ich trotzdem nicht. Was ist das? Es macht irgendwas Grünes. Okay, egal. Durch. Ja, wie? Was? Kein Flux, das ist nur für Munition. Warum das? Wie ist irgendein mega fetter Metroid oder was? Okay, aus irgendeinem Grund ist mein 3DS-Aufladekabel weg und ich weiß nicht wo. So, die Tür ist jetzt die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, dass hier noch was sein könnte. War ich hier schon? Weil das ist halt der letzte Weg, wo noch offen steht. Alles andere war ein wenig seltsam. Okay, hier ist schon mal eine Metroid-Hülle. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Wie können die Viecher eigentlich überleben? Und ich als Samus Aran brauchst so einen fucking Anzug für jeden Scheiß. Hey du. Hier ist er doch bestimmt irgendwo. Wenn man vom Teufel spricht, Bitch. Boots, 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 Boots. Boots. Ah, der Motherfucker. Komm zurück. Bum, bum, bum. Das ist ja leicht. Weil diese alten kleinen Metroids hier, die können halt schlecht was machen. Diese auffälligen Blöcke. Nicht auffällig. Jetzt bin ich überrascht. Dann halt nicht, aber. Hey du. Hey du, hey du, hey du. Was zum. Hey. Okay, der ist aber sehr gechillt gewesen, ey. Ja, schieß mich halt ab, Mann. Ich hab hier keinen Bock mehr zu leben, ey. Alle Scheiße hier, Mann. Blackbird fly. Blackbird fly. Oh, der da ist kampfbereit. Blackbird fly. Oh, shit, okay. Och Gott, Alter. Gut. Oh, toll, ich dachte eben, das wäre der ganze Weg einfach nur aus komischen Viechern, wo ich einfrieren muss. Da oben ist ein Weg. Achtung. Nur der Kleine da? Oh, voll rein gerade. Was? Das war's. So. Die Gegend ist fertig. Finito. Das war's. Schnell zurück. Und dann weitergehen. So. Komm, steck rein das Ding, jawohl. Steck ihn rein. In den Vogel. Samus, du alter Furry. Ich hab's immer gewusst. Renn jetzt noch bis zur nächsten Speicherstation, damit ich halt im neuen Gebiet bin und dann ist gut. Dann ist Schluss mit dem Part. Es sind auch noch 13 Minuten, das wird reichen. Ich muss jetzt nämlich auch langsam mal pennen gehen, ey. Ich hab schließlich morgen auch wieder Schule. Yay. Yeah. Freue ich mich jetzt schon wieder. Quantenphysik, das Beste überhaupt. Quantenphysik, ey. Hab eigentlich gedacht, wo ich angefangen habe, die Technikerschule zu gehen, dass ich irgendwelche Techniker-Sachen halt mache. Dass es irgendwie so ungefähr Abitur-Level ist, aber dann, hey,
Quantenphysik. Was zur Hölle, Mann? Bin ich ein Professor oder was? Das sind auch die ganzen Dokumente, was man da hinten links sieht. Alles mathematische Physikberechnungen und so eine Scheiße. Wofür ich einfach keinen Platz mehr auf meinem Tisch hatte. Deswegen habe ich sie an meiner Fensterbank aufreihen müssen. Richtig heftig. Quantenphysik, ich glaube auch. Dr. Professor Zirkusaffe. Oh, was ist das? Da geht's auch noch lang. Geheimgang? Also das ist der richtige Gang. Das ist kein Geheimgang, das ist der Gang. So, neues Gebiet. Achtung. Wie immer erstmal fast Zeug bis zum Abkacken. Sehr schön. So. Aha, okay. Sieht's aus, als wäre ich einfach noch gar... Was ist dies? Holy shit. Ach was, die kleinen Motherfucker. Man kann ja nichts machen. Tschüss. Okay. Du hat... Wie viel Schaden? Okay, die machen viel zu viel Schaden, aber... Falscher Knopf. Alter, ich bin fast am Arsch. Wie übertrieben viel Schaden knüppeln die... Alle. Alles voll. Aber wir haben doch erst die zweite Lebensform... die zweite Metroid-Form entdeckt. Wie kann jetzt schon alles voll sein, ey? Da muss doch noch ein bisschen was fucking shit kommen. Keine DNA. Ja, stimmt. Yeah, das hast du wieder wunderbar gereimt. Keine DNA. Oh ja. Okay, Achtung. Neues Gebiet. Mit komischen Viechern im Hintergrund. Oh, es sieht alles sehr Cyborg-mäßig aus, Roboter-mäßig. Anscheinend ist es irgendein Erzfarm-Roboter oder so ein Scheiß. Okay, hier kommen lauter Roboter jetzt. Und da ist eine Speicherstation, sehr gut. Kann ich hier runter? Ja, hier ist ein Roboter. Tschüss. Ach du Motherfucker. Aua, aua, aua. Alter, wie die alle ausrasten hier. Übertrieben viel Schaden. Wie lange geht denn der Part noch? Noch 8 Minuten. Die 8 Minuten gönne ich mir jetzt auch noch. Stirb. Adios, Mofo. Es gibt keine Flucht. Oder doch? Anscheinend gibt es auch eine Flucht. Er ist weg. Mist. Ey, ah. Was denn hier los, ey? Hi, hi, tschüss, hi, tschüss. Ach, du Kacke, was ist denn hier los? Oh. Mal gucken, was es jetzt ist. Yes. Super Saiyajin. Beam Boost. Okay, cool. Beam Boost versteckt im Beam. Wer jetzt erwartet? Den Beam durch Erhöhung von der Angriffskraft. Oh, macht auch Schnellfeuer nutzbar. Verbraucht beim Einsatz. Ausrüsten mit Ausrüsten Beam Boost mit A aktivieren. Abbruch des Beam Boosts durch das erneutes Drücken von A. Okay. Mal wieder ein geiler Hintergrund. Was heißt das jetzt für mich? Ah, jetzt kann ich bestimmt auch mit Schnellfeuer. Das heißt für mich bestimmt, dass ich jetzt auch durch die eine komische Augentür da kann. Hier kann ich immer noch nichts machen. Was so? Warte mal. Ah. Ah. Okay. Jawohl, du bist schnell. Guck mich schon an. Bin gerade am überlegen, ob ich im nächsten Part ein bisschen Backtracking machen soll. Geht sich eigentlich anbieten. Aber naja, ich bin den Part erstmal hier. Ich denke, das war jetzt fürs erste Mal genug. Wir sind ganz schön weit gekommen innerhalb von einem Tag. Also krass. Echt krass. Sehr gut. Gut, dann im nächsten Part gibt es vielleicht etwas Backtracking. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Wenn nicht, geht es hier einfach weiter. Also dann, bis die Tage wiedersehen.